Oh Mann, das ist jetzt nicht wahr. Was jetzt? Was sind wir? Oh Mann. Das Licht ist aus. Schnell ins Licht. Not now. Nur im Licht sind wir wahrscheinlich sicher. Not now, man. Mutti. Sie haben mir genommen. Not now. Oh Mann. Kriegen wir jetzt die einzelnen Teile von unserem Teddy wieder? Oh Gott, was ist denn nur los? Es regnet hier, hört die ganze Zeit Watte. Wir sind wieder im Dunkeln. Teddy, be quiet now. Mommy had a very... Warum? Warum? Um Himmels Willen, ist hier los? Not take you from me. Oh Gott. If you can't breathe and do what Mommy says, I'm going to be very angry. None of us want that. Wir sind wieder hier. Ohne Teddy. Ohne und aber mit dem letzten Erinnerungsstück. Erstmal die Tür zu. Sind die Würfel drin? Wir tun das letzte Erinnerungsstück rein. Mutti, ich finde dich. Wird alles wieder gut. Mit der Foto von unserem Teddy. Können wir es öffnen? Oh Gott! Das ist eine Tür. Eine Tür im Dunkeln. Wo führt sie uns hin? Wir haben kein Licht. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Sind wir wieder im Schrank? Es ist so... Und wir sind wieder in unserem Zimmer. Hier sind alle unsere Sachen. Alles, was wir gesammelt haben, das Medaillon. Der Elefant, die Spiegel und das Buch. Es ist hell.
alles steht da, wo es hingehört. Aber, Teddy, bist du auch da? Nein, Teddy ist nicht da. Teddy, wo steckst du? Teddy, wo ist mein Teddy? Mami. Teddy, wo bist du? Hier, hier hat alles angefangen. Wäre ich doch nur hier geblieben. Hier ist der Mond. Kommt der irgendwo rein? Ist der leuchtende Mond. Und da der leuchtende Stern. Teddy? Die ganzen Umzugskartons. Es ist mitten am Tag. Die Puzzleteile, die wir gefunden haben. Die Eulen. Das Schaukelpferd. Und mein Ball. Teddy, Teddy, bist du da dran? Nein, die Tür ist komplett verschlossen. Ich kann sie auch nicht öffnen. Hier ist ein großer Haufen Wäsche. Kann ich die Tür öffnen? Nein, kann ich auch nicht. Gucken wir runter, vielleicht ist Mutti da, vielleicht ist alles wieder gut. Vielleicht wird jetzt alles wieder gut. Aber hier ist es. Hier wird es dunkel. Mutti. Hier ist auch unser Freund. Hier ist ein weiteres Puzzlestück. Und hier ist das Puzzle, was wir lösen mussten. Oh Gott. Ist das ein. Finden wir jetzt alles wieder? Wird sich jetzt alles wieder zum Richtigen finden? Mutti? Mutti? Mutti, was ist los? Sie hat getrunken. Mutti, nicht traurig sein. Mutti, was ist bloß? Stay away from me! Was? Oh nein. I never meant to. It's too much. Was ist hier los? Ich hab dich doch lieb, Mutti. Ist alles gut? Was ist hier los? Da klopft jemand an die Tür. Wer ist das? Kleine Maus, komm her. Did you like your gift? What happened to his arm? We'll fix him up. Das ist doch die Stimme von Teddy. Errungenschaft. Oh Gott, Leute. Das war's. Das war's mit dem Among the Sleep. Und oh mein Gott. Krillbyte Studios, da habt ihr euch echt was einfallen lassen. Das Spiel ist echt mega. Und wie ich jetzt gegen Ende mitbekommen habe, das alles erlebt als eine Art Albtraum. Unsere Mutter hat wahrscheinlich angefangen zu trinken, weil ihr Mann
und sie ist sich scheiden lassen haben. Unsere Eltern sind auseinandergegangen. Und der wollte jetzt ihr das Kind wegnehmen. Das hat die Mutter nicht verkraftet. Ist vielleicht abhängig geworden, hat oft getrunken. Und dann natürlich kam sie uns wie ein Monster vor, weil sie uns geschlagen hat vielleicht, weil sie uns abgeschoben hat. Sachen gemacht hat, die sie vielleicht nicht wollte, aber dazu gezwungen wurde. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ende ist verdammt offen. Puh. Aber wirklich, ich kann wirklich immer nur wieder behaupten, auch wenn das von außen nicht so wirken sollte, aber es ist wirklich ein mega geiles Spiel. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe leider etwas lange dafür gebraucht, es wirklich so durchziehen zu können, wie ich es wollte. Es gab immer wieder Probleme, so ein kleines Sorgenkind, wenn man es so nennen möchte. Aber es hat sich alle Male gelohnt, den Spielstand jetzt wieder herzustellen und das drücken. Die letzten paar Minuten, die es ja nun wirklich nur waren, noch durchzuspielen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Unterstützt die Entwickler, kauft es euch selber, wenn es euch gefallen hat. Ich kann euch wirklich bloß dazu raten, weil selbst gespielt ist das eine ganz eigene Hausnummer. Alleine durch die Effekte, über die Kopfhörer oder über ein schönes System. Es ist so heftig. Ach ja, ich will euch hier nicht weiter zulabern. Ich weiß, ich laber hier schon wieder die ganze Weile. Und ich wünsche euch einfach nur noch viel Spaß. Wie gesagt, unterstützt die Entwickler. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, guckt euch die Playlist an. Guckt euch das Spiel an. Kauft es euch selbst. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und zwischenzeitlich auch Angst wie ich. Bis zum nächsten Mal, euer Pure LP.